So. Was machen wir denn jetzt? Fahren wir nochmal zu Pegorino. Ah ne, rufen den erst an. Mr. Grovelli, I took that friend of yours to City Hall. He should be giving a speech any minute. Yeah, good. Heard you had some trouble along the way. You can always rely on those Russians to try something. How are we supposed to compete with these immigrant criminals when they want it so bad? You're working with me, aren't you, Mr. Grovelli? See you later. So, weil hier gerade ein Waffenladen in der Nähe ist, werden wir uns jetzt mal kurz bisschen noch ausrüsten mit einer, hauptsächlich mit einer Panzerung. So, und dann nehmen wir aber auch noch ein bisschen Raketenwerfermunition mit. So. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen was, auch wenn wir nicht viel haben. Ja, das reicht. Das Wichtigste war jetzt die Panzerung, damit wir hier ein bisschen Ruhe haben. Und dann fahren wir jetzt zu... Zu wem? Zu Pegorino wieder, würde ich sagen, oder? Ja. Der ist aber weit weg. Egal. Pegorino ist immer gut. So. Jetzt brauchen wir aber ein Taxi, weil das ist mir eindeutig zu weit. Brucey, fick dich. Brauch keine Freunde. Jetzt geh weg hier. So. So, diesmal dran denken, mit G einzusteigen und nicht mit F, sonst hau ich ihn wieder raus. Ach nee, ich muss einfach nur gedrückt halten, ne? So war das. Auf geht's! Zu meinem Wegpunkt. Mal gucken, ob noch einer verwanzt war, den wir jetzt auch wieder killen müssen. Er fährt mich nicht hier hoch zum Haus, sondern lässt mich wieder auf der Straße raus. Mein Gott, das ist aber auch ein schlechter Service. Muss man schon sagen. Dann gucken wir mal. Problem with this guy is I can't even think straight. Yeah, he's always there. He is. Welcome to the war council, my boy. Gentlemen, what's going on? Nothing. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. See you later. Boss, gentlemen? You're only an associate, Phil. Remember that. Yeah, yeah. Okay, tough guy. Boss, I gotta tell you this. He's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. I need to speak to Nico. Sure, boss. But, think about what I said. I will. You know? Trust me on that. We got real problems. Police are all over us. Maybe you heard, I got served papers today. Phil, yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them Ancelotti's. Somebody got to my people! So, what are you going to do about it? I don't know! I gotta shut someone up and show people I mean business! I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize, but he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see him. And shut him up! Na toll, also wieder so eine ähnliche Geschichte wie damals mit... Oh Gott, jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Playboy X und wie hieß der andere? Brucey, glaube ich, war das doch. Yo. Da konnte ich mich ja dann auch entscheiden, wen ich töten soll. Ich weiß nicht, ob ich es diesmal auch kann oder ob mir die Entscheidung durch diesen Pegorino abgenommen wird. Solange der sich jetzt noch nicht entschieden hat, werden wir einfach doch nochmal zu dem Typen im Krankenhaus fahren und da nochmal gucken, ob der eine Mission für mich hat.
So. Gambetti. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist. Keine Ahnung. Ob das ins Italienische gehen soll oder ob das, was weiß ich, was das für ein Nationalitätstyp ist, ne? So. Whoa. Ah, Nico, good to see you. You too. How are you, Mr. Gravelli? Good, good. I was just speaking to our mutual friend about you. He said how efficient you were. I like that. Then he mentioned something about a Darko Brevich. What? He did? Yeah. He's located the guy. It seems he wasn't in Switzerland at all, but in Bucharest. He'll be here soon. Good, good. And it seems your Russian friends are getting the message. Some of them. Oh, okay, so... I think it's our turn to do a favor for that mutual friend of ours. Seems some Korean has come into the country and... and is selling money at a discount. You don't need me to tell you that it's all fugazi. Faker than a pair of vinewood tits. That's good. Listen, I need you to deal with this. Eliminate the guy. What he's doing is no good for the economy and no good for patriots like you and me. So who is he? His name is Kim Jong-guk. He'll be very well protected. He eats at Mr. Fook. Fuck. Mr. Gravelli, are you all right? Yeah. I'm fine. Wait. What was I saying? Kim Jong-guk, he eats at... Yeah, right. He eats at a restaurant called Mr. Fook's Rice Box. Yeah, in Alderney City. Don't worry, I'll take care of it. Alles klar. Was mich nur gerade wundert, auf der Karte heißt der Typ Grambetti und hier heißt er Gravelli oder so. Also, das verstehe ich irgendwie nicht, warum der auf einmal, also auf der Weltkarte, einen anderen Namen hat, als er anscheinend wirklich heißt. Naja, egal, vielleicht war das auch der Vorname, weiß man ja nicht. Ein Taxi finde ich gerade nicht. Das ist äußerst scheiße. Ja, da brauche ich aber auf jeden Fall eins, soweit wie das weg ist. Aber ich habe da gegenüber schon eins gesehen. Ups, da waren die Bullen. So. Irgendwas mit Falschgeld, ich weiß nicht genau wie oder wo oder was. Also irgendjemanden müssen wir töten. Ich glaube, der bietet Leuten irgendwie Falschgeld an und ja. Das geht natürlich nicht. Deswegen werden wir uns darum jetzt ganz fachgerecht kümmern. Ja. Da drin. Wow. Da steht schon einer. He's upstairs, speaking with the manager. They don't want to see nobody though. Kim and I are old friends. Kim got a lot of money. He don't need no friends. Get lost. Fick dich. So. Ey. Ja, was wollt ihr alle? Tschüss. Wo ist noch einer? Verpiss dich, du Chinesenkopf. Und ich hab nichts gegen Chinesen, also zumindest nichts, was helfen würde. Nee, Quatsch, also. Hab wirklich nichts gegen die. So. Jetzt komm. Verreck. Zeig dich. Ja, tschüss. So. Mein Gott. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ja, was willst du denn da? Du stehst da rum und hast keinen Plan vom Leben, oder was?
Lass dich doch nicht von hinten abschießen, Kollege. Mensch, Mensch, Mensch. Solche Amateure. So, jetzt aber hier. Schön die Waffen eingesammelt und jetzt geht's hier weiter. Zum Manager höchstpersönlich. Where's Kim? He heard you come. He ran out back through the kitchen. Okay. Danke für die Auskunft. So. Wow. Shit. Ich muss hier raus. Das sind mir zu viele. Aber wo ist die Küche? Ich glaube, ist hier die Küche? Ne, hier ist nicht die Küche. Verdammt, der entkommt mir noch. Komm, komm. Hier rein, hier rein. Hier ist zu. Was soll denn das? Ah ne, ich glaube, ich muss einfach aus dem Gebäude raus. Der ist bestimmt schon auf der Straße. Stopp. Scheiße, den habe ich nicht getroffen. Brauche ein Fahrzeug. Oder auch nicht. Ich kann ihn auch einfach so killen, töten, oder? Wo bist du, hä? Huh? Der ist wieder auf dem Dach, oder was? Wäre ja noch schöner. Da müssen wir wohl wieder ein bisschen klettern, ne? Oder er ist gar nicht da oben, ich weiß es nicht. So. Na, also ich glaube, das hier ist, das war der falsche Ansatz. Ich glaube, der ist tatsächlich noch irgendwo einfach nur in der Küche drin, im Gebäude. Ja, das war natürlich eine ganz tolle Aktion. Und ich habe mir keinen Arm gebrochen oder kein Bein bei dem Jump von da oben. Das finde ich auch toll. Ja, das. So. Nee, also ich glaube, ich muss doch wieder in das Gebäude rein. Also, dann töten wir einfach mal die ganzen Leute hier. Ey, ey, ey. Lass mich in Frieden. Von wo schießt der? Da. So, tschüss. 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 Aber normal müsste die Küche doch unten sein und nicht oben. Also das verstehe ich jetzt echt nicht. Ach da, das sieht nach Küche aus. Das sieht nach Küche aus. Nach rechts ist einer gelaufen. Fick dich. So, jetzt pass auf. Wo bist du? Wo bist du? So, das war's. Ey. Nein! Lass mich bloß in Ruhe, du. Blöder Sack. Sehr schön. Oh nein, jetzt habe ich aufgelegt. Toll. Kann ich den zurückrufen? Wo war er? Hier. Ja, toll. Na gut, der wird sich schon melden. Dann fahren wir da einfach jetzt erstmal hin mit dem Motorrad. Einen Moment. Aber der ist so weit weg, fahren wir nicht mit dem Motorrad. Da brauchen wir wieder ein Taxi. Würde ich fast mal sagen. Da unten sehe ich auch schon eins. Alter. Texturfehler haben wir da gerade wieder gehabt. Oh, ich bin down. Ich bin fast down. Scheiße, Dreck nochmal. Ich brauche sofort irgendwie einen Hotdog-Stand oder so. You're a joke. Weil sonst wird das hier nichts mehr heute. If that's your decision, Mr. Pegorino, it's done. Also sollen wir Ray aus dem Weg schaffen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, also scheint er ja nicht so wichtig gewesen zu sein. Es war auf jeden Fall ein Missionsgeber. Meins, dreh dich doch nicht. Oh Gott, ey. So, jetzt komm. Danke. So. Fahren wir also zu Ray. Der ist gar nicht so weit weg. Da fahren wir direkt mit dem Motorrad hin. Bisschen Spaß müssen wir ja auch haben dabei. Dann bin ich mal gespannt, ob der groß bewacht wird oder ob das einfach von mir ganz schnell über die Bühne gebracht werden kann. Das werden wir dann sehen.